Christoph Backhaus. Die anderen? Ja, was denken die anderen bloß, fragt er sich und schaut in den Spiegel. Ein Abzocker? Ein Geldgeiler? Ein Karrierist? Ein Volksverräter? Ein kleiner Wicht? Mehr hält er nicht aus und steigt auf den Baum. Ja, was denken die anderen bloß, fragt sie sich und schaut in den Spiegel. Eine Alleskönnerin? Eine Mutter? Eine Engagierte? Eine Geliebte? Eine Beneidete? Mehr hält sie nicht aus und steigt auf den Baum. Ja, was denken die anderen bloß, frage ich mich und schaue in den Spiegel. Ein Versager, ein Könner, ein Helfer, ein Egoist, ein Schwätzer, ein Betrachter, ein Lustiger, ein Verzweifelter, ein Verlierer, ein Gewinner. Mehr halte ich nicht aus und steige auf den Baum. Ja, was denken die anderen, fragt er sich und schaut in den Spiegel. Ein Wunderheiler, ein Prophet, ein Sohn Gottes, einer auf der richtigen Seite, einer auf der falschen Seite. Mehr noch hält er aus und geht zum Baum, ruft alle herunter. Christoph Backhaus, Die anderen, gelesen von Helga Heinold. Aus dem diesjährigen Fastenlesebuch Komm rüber, 7 Wochen ohne Alleingänge, erschienen in der Edition Chrismon.